Die Hausmeister-Bloch-Show. Ja, schönen guten Tag, wir sind wieder dabei. Heinrich Bloch, herzlich willkommen zur Hausmeister-Bloch-Show. Wir sind wieder im Medienhaus von Hannover am Schwarzen Bären. Und neben mir sitzt, wie immer, unser galaktischer Mönch, Abstrusius der Erste. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass du da bist. Das ist mir eine Freude. Im Grunde genommen war ich ja gar nicht wirklich weg. Nö, wir haben die ganze Zeit hier so ausgehalten. Sehr schön hier im Medienhaus auch. Ja. Sehr. Und das ist ja so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast und ihr zu Hause auch, ob ihr es mitbekommen habt. Es war ja die Fußball-Weltmeisterschaft und Spanien hat gewonnen. Das ist richtig. Nicht? Und wer hat leider nicht gewonnen? Wir geben einen kleinen Tipp. Ja. Obwohl ich ganz viel Oranjesaft getrunken habe. Ja, zweiter Tipp. Zweiter Tipp. Nicht gewonnen hat. Richtig, die Niederlande. Ja. Doch, auch gewonnen. Ja, auch, Zweiter. Zweiter, nicht? Guter. Und Deutschland ist ja Dritter geworden. Aber wie gesagt, ich habe das spanische Trikot extra mitgebracht hier, dafür, dass man dann sagen kann, ja, nicht, hier, Spanien ist endlich da, ja. Aber Deutschland hat die spannendsten Spiele gehabt. Es gibt auch eine Neuerung bei uns. Wir haben jetzt hier jemanden, der uns immer die Preise reinreicht. Preiseinreicher, da ist er, unser Norbertin. Ja? Norbertin Silver Edition, ja. Hallöchen. Ja, wunderbar. Was? Und zwar gibt es heute von festideen.de diesen Gutschein zu gewinnen über 20 Euro. Super. Uns würde erstmal interessieren, was habt ihr denn zu Hause für eine verpasste Chance gehabt zum Beispiel? Nicht? Und wenn ihr möchtet, ruft einfach an. Ja, wir hatten ja auch Weltmeisterschaft und haben leider ein Fußballspiel gegen Spanien nicht so gut gespielt. Aber es kann trotzdem sein, in eurem Paralleluniversum. Im Paralleluniversum ist Deutschland Weltmeister geworden. Ja. Und Holland auch natürlich. Und wir schauen uns jetzt mal gleich an, wie das denn Spanien, Deutschland ausgegangen hätte sein sollen dürfen. Dürfen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das im Film war übrigens auch Michael Friedrich unter anderem, der schon diese Paul-Pümpel-Figuren gemalt hat, gezeichnet hat. Ne? Und unsere fachkräftige Jury, der galaktische Mönch Abstrusius der Erste, kann auch wunderbar Saxophon spielen, und zwar Science-Fiction-Jazz. Und das hören wir uns jetzt an. Waren wir ja auch am Tag der Niedersachsen. Ja, stimmt. Das hatten wir in der letzten Sendung auch schon erzählt. Am Tag der Niedersachsen in Celle. Genau. Wir haben auch einen kleinen Kurzfilm davon gedreht. Da können wir uns gerne anschauen. Seid ihr denn von eurem Theater in der Nacht in Northeim auch so von diesem Weltfrieden inspiriert worden? Ja, total. Wir sind auch sehr für die Integration von Außerirdischen in die Gesellschaft. Das ist wichtig. Hier auf der Gourmetmeile. Und wen treffe ich? Einen außerirdischen Besucher, der natürlich auch gerne zu uns an unseren UFO-Landeplatz gekommen wäre. Aber die Termine sind natürlich da. Ich frage jetzt mal einfach nach, wie ist das Fest hier in Celle für dich? Ja, also, ich übersetze mal simultan. Wunderbar, es ist einfach eine harmonische Stimmung. Mitten in Celle, das war's. Danke sehr. Erdbeerwein! Erdbeerwein! Trinkst du noch was anderes? Ja, Kirschwein und Met! Wunderbar, Kirschwein und Met. Komm in die Hannover! Jawohl! Hier, Klaus schreibt gerade. Ja. Also das könnt ihr natürlich auch nutzen. Für die, die das jetzt erste Mal zuschauen, die Heinrich-Bloch-Show ist natürlich über Internet zu sehen, nicht? www.nativision.de. Und da könnt ihr natürlich auch schreiben, was eure verpasste Chance ist. Und hier, Klaus76 schreibt,
ich bin heute nicht zur Heinrich-Bloch-Show gekommen. Ja, hat er sie verpasst. Ja, Klaus, dann kannst, kannst du auch nichts gewinnen. Doch. Weder das Malbuch. Er hat es doch verpasst. Ach so. Er hat es doch verpasst, ja, zur Show zu kommen. Also dann ist es doch quasi seine verpasste Chance. Ach so. Ja, 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 das ja. ist, ah, Klaus, also Klaus, super, ja, Klaus. Verstehe. Wer sich mal hier bewerben möchte und sagen, Mensch, pass mal auf, ich kann was Tolles. Ich kann zum Beispiel Karate mit Mikado-Stäbchen. Oder ich kann zum Beispiel singen wie Karel Gott. Oder ich kann nicht singen wie Karel Gott. Ja, oder ich kann irgendwen imitieren. Oder bei mir findet morgen Theater statt und das muss unbedingt mal gezeigt werden. Oder Außerirdische sind in meinem Garten gelandet und ich werde sie nicht wieder los. Also wer zu solchen Themen sagt, Mensch, das könnte hier vielleicht mal in die Heinrich-Bloch-Show kommen, der kann uns einfach schreiben. Ich wollte immer noch schon mal zeigen, wie man eine Tomatenrose macht. So, also man braucht erstmal eine Tomate. Ja, eine Tomate mit einer festen Haut. Also die, das darf nicht so eine verschrumpelte sein. Dann braucht man eine feste Unterlage hierfür. Das ist wichtig. Einen sauberen Sparschäler. Wer keinen Sparschäler hat, kann natürlich auch ein Messer nehmen. Messer sind aber für Kinder nicht so geeignet. Einfach schälen. Es ist auch für Muttertag ganz toll. Oder zur Taschengelderhöhung. Ja, also als Rosenverkäufer eigne ich mich nicht. Also wichtig ist, dass die Tomatenschale, dass die in ein Stück bleibt, wenn es geht. Pass mal auf, wenn du die Schale jetzt hier hast, dann wickelst du die um die eigene Haut sozusagen. Ich probiere das gleich mit einer anderen Tomate nochmal. Geht das auch mit Ananas eigentlich? Mit Ananas geht's auch. Man braucht da nur einen Ananasschäler. Ich weiß nicht, ob es zu sehen ist. Also mit einer richtig großen, ich bringe nächstes Mal eine große Tomate mit. Ja. Und das hier, das ist jetzt die, der Rest von der Tomate. Die nackte Tomate sozusagen. Und wenn man jetzt das Fleisch, was da noch drin ist und die Kerne entfernt, das nennt man dann Concassé in der Sprache der Köche. Okay. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich habe mich auch beworben. Lass mich raten. Ja? Es war nicht der Kanzler. Nein. Es war auch nicht der König. Nein. Von Deutschland nicht. Es war irgendwas mit Deutschland. Ja. Bundespräsident. Richtig. Oh. Super. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie ich mich beworben habe. Mal gucken. Ja, hier ist Heinrich Bloch. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte auch Bundespräsident werden. Und warum? Weil ich mich auskenne mit den Geschäften. Ja, das ist ja so. Es gibt große Geschäfte und es gibt aber auch kleine Geschäfte. Und wer, wenn nicht ich, kennt sich damit richtig aus, nicht? Ich meine, ich war schon auf vielen Häusern. Und das ist wie in der Politik. Erst zahlen und dann Geschäfte machen. Und anschließend die Hände waschen. Und zwar in Unschuld. Kennt man doch. Eine Hand wäscht die andere und zwei das Gesicht. Ja, ob das jetzt auf der Toilette ist oder in der großen Wirtschaft, nicht? Wenn es denen da unten ganz gut geht, dann geht es denen da oben auch ganz gut. Und ich komme von ganz unten und ich freue mich, dass ich jetzt hier also aufgestellt werde, nicht? Ja, deswegen Heinrich Bloch. Wer hat sich denn heute mal von unseren ganzen Kandidaten... Ich finde, der Klaus war irgendwie am ehrlichsten. Klaus, melde dich, dann kriegst du den Preis. Klaus, wenn du dich nicht meldest, dann kommst du nächste Woche vorbei. Nächste Woche, ne? Genau, und dann verpasst es bitte nicht, weil dann ist es ja nicht mehr die verpasste Chance, sondern dann ist es das wahre Leben. Ja. Ja, pass auf, jetzt kommt nämlich Norbertin featuring Abstrusius in Die Lichtershow. Und... Wahnsinn, Zelle hätte das nicht besser machen können damals. Also wirklich. Und dann Norbertin in 220 Meter Höhe. War ganz schön schwierig. So, und hier auch. Silver Edition. Einmal drehen, hier, ja. Ja. Sehr schön, Norbertin. Meine Damen und Herren, die Galaktische Föderation e.V.I.G. freut sich, dass wir hier im Medienhaus solche Dinge bewirken können und sind perplex. Ja, sehr. Und ich finde das immer wieder schön, dass wir hier sein dürfen. Einen lieben Dank an das Kamerateam. Jawohl, ja, super, danke sehr. Hey, das ist eine Riesenstimmung hier auf dem Zimmer.